Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Folgen, die dieser Krieg mittlerweile auch für unser Land hat, steht die Europäische Union in diesen Wochen und Monaten möglicherweise vor der größten Bewährungsprobe ihrer Geschichte. Wir können daher alle nur hoffen, dass die 27 Staats- und Regierungschefs heute und morgen in Brüssel zu guten und tragfähigen Lösungen kommen. Herr Bundeskanzler, wir wünschen Ihnen und Ihren Amtskolleginnen und Amtskollegen in der Europäischen Union bei den anstehenden Beratungen jeden möglichen Erfolg. Europa braucht diesen Erfolg. Unser Land, Deutschland, braucht diesen Erfolg. Vor allem aber die Menschen, die privaten Haushalte und die vielen Unternehmen, die kleinen, die mittleren und die großen, brauchen jetzt schnelle und wirksame Hilfe. Es sollte dabei auch klar sein, welche Aufgaben die Europäische Union übernimmt, was sie leisten kann und muss, was Europa jetzt ausdrücklich nicht tun sollte und was zwingend in der Verantwortung und der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bleiben muss. Lassen Sie mich dazu etwas ausführlicher sprechen. Meine Damen und Herren, die notwendigen Sanktionen gegen Russland, und Sie haben, Herr Bundeskanzler, darüber ausführlich gesprochen, gehen nur gemeinsam. Und hier hat Europa in der Tat in den letzten Wochen und Monaten eine große Geschlossenheit und eine große Entschlossenheit gezeigt. Europa hat diese Bewährungsprobe bestanden, auch in enger Abstimmung und Kooperation mit anderen, vor allem mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch die finanziellen und humanitären Hilfen für die Ukraine gehen weitgehend jedenfalls nur gemeinsam. Auch hier hat die Europäische Union wirkungsvoll und zielführend geholfen. Es wäre schließlich wünschenswert gewesen, meine Damen und Herren, wenn auch die militärische Hilfe für die Europäische Union europäisch abgestimmt und koordiniert vorgenommen worden wäre. Und ich wiederhole von dieser Stelle aus zum wiederholten Male, wir hätten es für richtig gehalten, wenn die Ukraine, wenn die ukrainische Armee auch mit Schützenpanzern und Kampfpanzern westlicher Bauart ausgestattet worden wäre, abgestimmt in der Europäischen Union, so wie viele Mitgliedstaaten es befürworten, so wie eine große Zahl von Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus der Grünen-Fraktion und aus der FDP-Fraktion, es befürworten, so wie wir es befürworten. Dieser Krieg wäre dann möglicherweise schneller zu Ende gewesen. Und nun zu den Energiepreisen. Herr Bundeskanzler, aus Ihrer Regierungserklärung können die Zuhörerinnen und Zuhörer heute Morgen, die betroffenen privaten Haushalte, die Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus kaum etwas Konkretes entnehmen, wann ihnen denn nun endlich geholfen wird. Sie haben auch wenig und gar nichts gesagt zum Arbeitsprogramm der Kommission, das gestern vorgelegt worden ist. Meine Damen und Herren, bei diesem Arbeitsprogramm muss man den Eindruck gewinnen, als ob bis auf eine einzige Ausnahme, und das ist die sogenannte Chemikalienrechtsprechung oder Rechtsetzung, bis auf eine Ausnahme, in allen anderen Bereichen in dieser Europäischen Kommission der Apparat weiter läuft und läuft und läuft und jede Woche und jeden Monat neue Richtlinien, neue Verordnungen, neue Belastungen vor allem für die Unternehmen in Europa auslöst. Meine Damen und Herren, das ist – nein, wir haben Ihnen den konkreten Vorschlag gemacht, und Sie haben es ja aufgenommen für das nationale Programm – ein Belastungsmoratorium. Warum sprechen Sie nicht auch über ein Belastungsmoratorium jetzt in der Europäischen Union? Warum lassen Sie zu? Warum befördert Ihre Regierung
dass auch in der Europäischen Kommission von Woche zu Woche weitere Vorschläge und Belastungen für die Unternehmen gemacht werden, bis hin zu einer CSR-Richtlinie, die die Berichtspflichten der Unternehmen gerade jetzt in dieser Krise endgültig zu einem bürokratischen Monstrum werden lassen. Wir brauchen jetzt ein Belastungsmoratorium für die Unternehmen in der Europäischen Union und damit auch in Deutschland. Und dann bleiben tatsächlich zahlreiche Aufgaben in der nationalen Verantwortung. Meine Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Sie fahren in dieser Hinsicht morgen, heute und morgen nach Brüssel nicht gerade mit gutem Vorbild. Im Gegenteil, Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten und mit am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der privaten Haushalte und der Unternehmen. Dieser Krieg dauert in wenigen Tagen jetzt 8 Monate. Und wenn man hört, was Sie auch auf Verbandstagungen gerade vor wenigen Tagen hier in Berlin gesagt haben, dann wissen Sie ja schon sehr viel länger, welche Folgen dieser Krieg möglicherweise haben kann. Sie haben hier in Berlin vor wenigen Tagen gesagt, ich war mir immer sicher, dass er, Putin war gemeint, das tun würde, nämlich Energie als Waffe einzusetzen. Und dann sagen Sie, das war, glaube ich, zu einer Zeit, als die allermeisten das nicht für wahrscheinlich gehalten haben. Aber ich habe es für möglich gehalten. Sie nehmen Bezug auf eine Besprechung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundeskanzleramt im Dezember 2021. Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Herr Bundeskanzler, wenn Sie sich im Dezember 2021 schon sicher waren, dass er das tun würde, warum haben Sie dann eigentlich bis zum Kriegsbeginn an Nord Stream 2 festgehalten und das zu einem privatwirtschaftlichen Projekt erklärt? Und warum haben Sie eigentlich von dieser klugen Erkenntnis nicht Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Europäischen Union in Kenntnis gesetzt, dass man schon im Dezember 2021 hätte an Maßnahmen denken müssen zur Bewältigung dieser Krise? Sie haben zu Beginn Ihrer Regierungserklärung Clausewitz zitiert. Herr Bundeskanzler, von Clausewitz stammt auch der schöne Satz, aus dem Wissen muss ein Können werden. Das hätten wir von Ihnen auch erwartet. Sie haben eine Gaskommission um Vorschläge gebeten zur Dämpfung der Gaspreise und zur Lösung dieses Problems. Diese Vorschläge liegen nun seit Anfang der letzten Woche vor. Wir haben 2 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages, in dieser und in der letzten. Sie haben nicht einen einzigen Vorschlag unterbreitet heute, welche Schlussfolgerungen denn aus dieser Gaskommission gezogen werden sollen zur Lösung des Problems bei der Gasbeschaffung und bei den Gaspreisen. Es bleibt völlig offen, was denn diejenigen privaten Haushalte, die noch mit Öl heizen oder die zum Beispiel gerade frisch angeschafft haben, eine Pelletheizung, wie diese Haushalte denn konkret entlastet werden sollen. Damit kein Missverständnis entsteht, wir befürworten hier weitestgehend gemeinsame europäische Wege. Aber es gibt Verantwortungen im nationalen Zusammenhang, der sie nachkommen müssen und die die Europäische Union überhaupt nicht übernehmen kann. Diese Fragen gehören dazu, und diese Fragen bedürfen der Beantwortung im Deutschen Bundestag und nicht auf der Ebene des Europäischen Rates. Und wenn Sie jetzt als einziges Datum nennen, wo die privaten Haushalte und die Unternehmen Entlastung erwarten dürfen, das Frühjahr 2023. Dann kann ich Ihnen nur sagen, Herr Bundeskanzler, Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und nicht erst im Frühjahr des nächsten Jahres. Jetzt brauchen die Menschen und die Unternehmen in Deutschland eine klare Perspektive. Jetzt brauchen die Menschen und die Unternehmen in Deutschland eine klare Antwort, wann sie möglichst bald in den nächsten Tagen und Wochen mit konkreter Entlastung rechnen dürfen. Und deswegen will ich abschließend sagen, die besten Beschlüsse in Brüssel
bewirken überhaupt nichts, wenn die Bundesregierung in Deutschland nicht schnell zu wirksamen Entlastungen kommt für private Haushalte und für die Unternehmen, von denen die meisten nicht mehr lange Zeit haben. Herzlichen Dank.